Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse an wieder einer, glaube ich, sehr spannenden Themenstellung, die auch wirtschaftlichen Impact für unsere Region hat. Wenn Franz Fieberg hier am Podium sitzt, könnte man meinen, es hat was mit Luftfahrttechnik oder mit Raumfahrt zu tun, ist es aber heute nicht. Wir könnten Ihnen natürlich auch was erzählen über ein ESA BIC, das sich in Graz im Entwicklungsstadium befindet und wo wir stolz sind, in einigen Monaten das gemeinsam vorstellen zu können mit den Partnern. Aber heute geht es um das Thema der Humantechnologie. Sie wissen, dass wir in der Steiermark eine sehr engagierte Wirtschaftsstrategie verfolgen, wo wir Wachstum durch innovative Projekte ganz besonderes unterstützen und treiben wollen seitens des Wirtschaftsressorts und dass wir in den drei Schwerpunktbereichen der steirischen Wirtschaftsentwicklung beim Mobilitätsthema, beim Umwelttechnikthema und im Bereich der Humantechnologie über ganz besondere Netzwerke verfügen, um die uns in der Steiermark andere Regionen in Europa, und Sie wissen, dass ich eine europäische Funktion habe, beneiden. Wenn wir ein solches Leitthema wie die Humantechnologie bearbeiten, heißt das in unserem Bundesland, dass es eine Clusterorganisation gibt. Ich freue mich, dass der Herr Diplom-Ingenieur Harrer seitens unseres Humantechnologie-Clusters auch da ist, der gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmungen und mit seinem Team eine exzellente Arbeit leistet und damit auch zu Wachstum aus dem Sektor der Humantechnologie beiträgt. Wir haben aber dann nicht nur unsere Clusterorganisation, sondern wir haben dieses breite Spektrum auch der Kompetenzzentren, der K2, der K1, der K-Projekte. Wir haben unser Impulszentrum, das ZWD, das Zentrum für Wissenstransfer in der Medizintechnik, und wir haben ein breites Spektrum an Förderungsprogrammen, die wir sehr zielgerichtet für diese Schwerpunktbereiche einsetzen. Der Ingenieur Holzschlag, der dieses Department in der steirischen Wirtschaftsförderung leitet, ist heute auch da. Ich freue mich daher sehr, dass ich heute da mit am Podium sein darf bei einer sehr spannenden Präsentation. Wir haben natürlich alle Franz Fieberg miterlebt, als er in anderen Sphären unterwegs war und haben natürlich irgendwie auch immer gehofft, dass aus dem, was hier erforscht wird und bearbeitet und entwickelt wird, auch dann Produkte und Projekte werden, die Wertschöpfung ins Land bringen, die damit Arbeitsplätze sichern, wenn es geht, Arbeitsplätze schaffen und die insgesamt für Wertschöpfung in unserer Region sorgen. Und das ist in Zeiten wie diesen ein wichtiges Thema, wo wir auf der einen Seite eine steigende Arbeitslosigkeit haben, auf der anderen Seite in der Wirtschaft ein durchaus ambivalentes Verhältnis, was wirtschaftliches Wachstum betrifft. Ich freue mich sehr, dass die beiden Herren, die mit mir hier heute die Pressekonferenz geben, Ihnen ein Projekt vorstellen können, wo wir seitens des Wirtschaftsressorts auch dienlich sein konnten, durch die Füllungsvorteile in unserem Cluster, durch diese Netzwerke, die wir auch mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben. Ich habe früher mit dem Geschäftsführer von Choices gesprochen, der Professor Moser kann heute nicht da sein, aber er hat mit seinem außeruniversitären Forschungsinstitut in Weiz maßgeblich auch damit dazu beigetragen, dass hier dieses Thema weiterentwickelt worden ist. Und ich bin der Berndorf AG sehr, sehr dankbar, dass sie da auch so eingestiegen ist in dieses Zukunftsfeld. Und jetzt ein Produkt entwickelt oder Produkte entwickelt, die ganz im Interesse des Menschen sind, von denen wir alle hoffen immer, dass wir es nicht brauchen, aber wenn wir es brauchen, hätten wir die gerne die beste medizinische Versorgung und beste Medizintechnik, die dann wieder zur Genesung beitragen. In diesem Sinn, danke an Choices, danke an die Berndorf AG für diese Kooperation in unserem Stärkefeld Humantechnologie, der Cluster. Und ihr seid ja selbst auch Mitglied im Cluster, ist gerne ein guter Partner. Und ich weise nur abschließend darauf hin, dass solche Projekte natürlich auch immer davon abhängig sind, ob es letztendlich den Treibstoff gibt. Das gilt nicht nur für die Raumfahrt, sondern das gilt auch am Erzkreis, dass es den notwendigen Treibstoff gibt, um solche Projekte zum zu bringen.
Und da gibt es unterschiedliche Instrumente, wo ich höre, dass es Choices ganz gut gelingt, auch Wachstumsschritte zu finanzieren. Und dort, wo wir über Netzwerke auch beitragen können, tun wir das gerne. Kleine Beiträge kann die steirische Wirtschaftsförderung durch ihre Förderungsprogramme leisten. Aber im Wesentlichen ist das die Energie, die aus den Unternehmern Choices kommt, getriggert durch natürlich die Mutter, die Berndorf AG. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie sich ein Projekt über die Jahre entwickeln kann und wo nur sehr, sehr viel Musik drin stecken kann. Ja, vor 25 Jahren haben wir das Projekt ausprobiert, wo wir, Graz war ja damals ein Schwerpunkt dieses Projektes, weil hier das ganze Projektmanagement stattgefunden hat. Professor Riedler war hier, war damals sehr oft in Graz für die verschiedenen Experimente und eines davon war eben dieses Projekt, wo da hier ein Exemplar dieser Weste zu sehen ist, die ich damals im Weltall getragen habe und wo halt verschiedene Parameter der Professor Moser da gemessen hat. War recht spannend und interessant für mich auch zu sehen, kann man erinnern, wenn man da schwebt und da wurde also zum Beispiel gemessen, wie sich die Pulswelle vom Herz bis zur kleinen Zehe oder zur großen Zehe, was eigentlich gemessen, fortbewegt. Und dann waren so verschiedene Effekte messbar, auch Aktio ist Reaktio, also wenn das Herz schlägt in eine Richtung, dann wird der Körper sozusagen in die andere Richtung bewegt, was hier auf der Erde nicht messbar ist, weil wir ja alle feststehen und das Herz nicht so stark ist, dass uns das da hinein bewegt. Aber da oben war das messbar und das waren schon recht spannende Dinge. Ja, wie es halt dann so die Entwicklung geht, ich habe dann meine Karriere gehabt, ich war bei Boeing, bin jetzt in Bernhof im Vorstand und mache, war das vorher gesagt, vor 2 Jahren in Kärnten, habe ich gedacht, mache mal so eine Entschlackungs-Entgiftungskur und ich bin nicht krank, war nicht krank und dann der dortige Dr. Stossier sagt, naja, aber das eine verpasst man Ihnen schon, da diesen einen Test, weil Sie waren der Urheber, so, aha, interessant, worum geht es da? Naja, 24 Stunden EKG und dann hat er mir erklärt, also er ist da in intensiver Zusammenarbeit mit dem Professor Moser und sie werden da wahrscheinlich mehr drauf eingehen. Und dann haben wir gedacht, das ist schon erfreulich, dass hier Dinge schlussendlich vom Anfang eines wissenschaftlichen Experiments schlussendlich in die Wirtschaft auch finden und ich finde das eine tolle Sache, dass das funktioniert und das ist ein Thema und ich glaube, Sie werden dann noch mehr ausfinden, dass das eigentlich weit verbreitet ist, auch dann in Richtung Stressmanagement und Lebensqualität, da kommt sehr viel hinein, was man hier dann alles berücksichtigen kann. Und das ist 25 Jahre her, also das freut mich, dass das so eine schöne Entwicklung genommen hat und bin gerne da, bin auch im Herbst wieder da, da gibt es da große Weltraumveranstaltung. Anlässlich dieser 25 Jahre gibt es in Österreich dann einen Kongress, wo 100 Astronautinnen und Kosmonauten kommen. Und da werden wir auch in die Steiermark kommen. Und da gibt es natürlich mit Graz, Leoben und Kapfenberg entsprechende Aktionen. Und hoffentlich gibt es dann noch mehr in Zukunft solche Positivbeispiele wie Choices, wo solche Experimente dann auch den Weg ins praktische Leben finden. Darf ich gleich übergeben? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bedanke mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Möchte übernehmen und Ihnen kurz ein Bild geben zur Historie. Also es ist ja schon erwähnt worden, die Steiermark war eigentlich ein Zentrum in Österreich, was die medizinische Forschung betrifft, die dann mit dem Ausprobierprojekt eigentlich einen Höhepunkt gefunden hat. Der Professor Moser und der Mitwirkung von Professor Kenner, Medizin Uni Graz, beteiligt, medizinische Technologie zu entwickeln. Und die hat man dann den Russen vorgestellt und die haben gesagt, sehr gut, wird so wie vorgeschlagen übernommen. Man ist erst danach draufgekommen, dass sie das Thema Herzratenvariabilität, wir nennen es jetzt Herzrhythmusflexibilität, im Sportbereich schon untersucht haben und das interessant empfunden haben. Im Kern
hat sie interessiert, wie verändert sich der Gesundheitsstatus der Kosmonauten im Weltall. Und da hat man Sensorjacke entwickelt, die Sie da hinten sehen, mit einem dazugehörigen Rekordersystem. Vom Rekordersystem, das ist jetzt bald 25 Jahre her, das muss sich eigentlich nicht im Vergleich mit heutiger üblicher Sensortechnik scheuen. War ein bisschen größer, aber von den Parametern nahezu gleichwertig mit üblicher Technologie. Diese Gesundheitsmessungen haben sich dann weiterentwickelt. Die russischen Kosmonauten sind mit der Technologie bis zum geplanten Absturz der Mir weiter gemessen worden. Das heißt, wir haben eigentlich alle Daten der Kosmonauten bei unserem Institut, weil sie die Parameter sehr interessant gefunden haben. Professor Moser hat vor meiner Zeit, weil damals bin ich noch in die Schule gegangen, begonnen, sich auf einen speziellen Parameter zu fokussieren, die Herzrhythmusflexibilität, als Maß des autonomen Nervensystems. Und jetzt springe ich ein bisschen, nämlich 25 Jahre. Was ist dazwischen passiert? 7 Generationen an Geräten von dieser ersten Sensorjacke mit Rekorder, die sind entwickelt worden, Schritt 1 im Joanneum Research, steirische öffentliche Forschungseinrichtung, dann 2009 im Human Research, einer privaten Forschungseinrichtung, die der Professor Moser leitet. Das heißt, immer forschungsnahe, aber auch wirtschaftsnahe Projekte sind entwickelt worden. Eines, das Sie ziemlich sicher kennen, ist das Thema Zirbenholz. Das ist mit dieser Technologie evaluiert worden und man ist drauf gekommen, Zirbenholz hat eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und aus dem hat sich ein ganzer Industriezweig eigentlich entwickelt. Der Zirbenholzpreis ist explodiert und egal, wenn Sie in Österreich irgendwo am Flughafen sind, gibt es ein Zirbenprodukt zum Kaufen. Aus dem, das ist eines von vielen Projekten, die mit der Technologie entwickelt wurde. Vor 2 Jahren habe ich den Professor Moser dann überzeugt, man muss aus dem mehr machen, raus aus der Wissenschaftsecke eigentlich in den Markt. Und wir haben begonnen, ein Unternehmen vorzubereiten und das ist dann die Firma Choices geworden. Aus der Idee, das System soll Freude machen, und deswegen haben wir es Choices genannt und lautmalerisch Choices, also sie soll Alternativen bieten, dem Nutzer gesünder zu leben. Im Ergebnis ist es jetzt so, wir messen hochgenau das vegetative Nervensystem. Was Sie hier sehen, ist der genaueste Rekorder, den es derzeit weltweit gibt, mobile Rekorder. Das heißt, wir messen aus dem Herzschlag den Status des autonomen Nervensystems, können Rückschlüsse ziehen, wie gesund, wie gestresst ist der Organismus, weil diese Parameter sind der Steuerungsmechanismus des Organismus. In einem gesunden Organismus gibt es ein ausgeglichenes Wechselspiel zwischen Sympathikus und Vagus primär. Und das, was wir in den Daten sehen, dass unsere Gesellschaft die Menschen zunehmend im Sympathikus fesselt und dieser erholende Parameter der Vagus wird eigentlich immer schwächer. Und das können wir bildhaft darstellen, auch zunehmend zeitnah und live auf mobilen Endgeräten, und auf das aufbauend werden dann Therapien entwickelt und empfohlen. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir haben Partner im Bereich von psychosomatischer Reha bis onkologische Reha, betriebliche Gesundheitsförderung gibt es mit einem großen Automobilzulieferer in der Steiermark, erstes Projekt. Also das System im Kern ist breit einsetzbar und unser Ziel ist, international zu wachsen, diese Technologie noch weiterzubringen, weil es einfach multiple einsetzbar ist. Gesundheit hat ein Maß und wir können es messen. Ja, was sind unsere nächsten Schritte? Wir sind jetzt in Gesprächen, den nächsten Finanzierungs- und Wachstumsschritt zu machen. Es gibt Gespräche mit Finanzierungseinheiten, konkret mit einem deutschen oder Berliner Institut im Bereich Private Equity. Die möchten unseren nächsten Schritt begleiten. Es gibt, muss ich positiv hervorheben, auch Gespräche mit der SFG, die bereit sind, das zu unterstützen. Und wir haben auch seit kurzem uns soweit mit Green Rocket, einem Grazer Crowdfunding-Unternehmen, geeinigt, dass wir einen Teilbereich des Wachstums über Crowd-Investing-Kampagne begleiten möchten. Also das soll konkret
der Schritt, diese Sensors in Richtung Consumer werden, kompakter, günstiger, damit eigentlich der Consumer auch mit einem sehr, sehr genauen Gerät seinen Gesundheitsstatus verfolgen kann, monitoren kann und je nachdem, was ihn interessiert, ein Sportler möchte mehr Leistung, ein Manager möchte auch mehr Leistung, möchte weniger Stress, das kann man entsprechend einsetzen und dann über mobile Geräte begleiten. So, das ist der Schritt, den wir mit Green Rocket auch planen. Internationale Expansion sind wir Stück für Stück jetzt dran und da unterstützt uns, und das möchte ich ausdrücklich loben noch einmal erwähnen, auch der Human Technology Cluster, also Human Technology Studio, durch einerseits Kompetenz, durch Öffnen von Netzwerken, durch Öffnen von Ansprechpartnern oder durch zur Verfügung stellen von Ansprechpartnern, und da möchte ich mich diesbezüglich noch einmal bedanken. Ja, das war im Kern. Waren im Kern die wichtigsten Botschaften. Und wenn Sie Fragen haben, stehen wir, glaube ich, im Anschluss noch zur Verfügung. Ja, bitte gleich um Ihre Fragen. Hat jetzt der Choices irgendwas mit Berndorf zu tun? Nein. Choices hat mit Berndorf nichts zu tun. Berndorf hat mit der Steiermark was zu tun, weil wir in der Steiermark gemeinsam mit der Familie Peng Eigentümer von der Jo Peng AG sind. Indirekt hat es was damit zu tun, weil ich im Vorstand von Berndorf bin und über Austromir. Alles klar, das ist nicht klar. Aber Berndorf ist als Investor hier noch nicht dabei. Sehr schön. Wäre schön, aber das. Berndorf ist an und für sich in der metallverarbeitenden Industrie, also das ist sehr weit weg von unserer Geschäftsstrategie. Aber es ist eine spannende Geschichte, gar keine Frage. In welchem Rahmen bewegt sich der nächste Finanzierungsschritt? Die erste, im speziellen Crowdfunding, wie will man da einnehmen? Crowdfunding wird der Volumen von rund 500.000 Euro angestrebt. Kampagne soll vor dem Sommer noch starten. Also da sind wir jetzt in den letzten Schritten. Insgesamt gibt es eine Reihe von Human Research, also die Forschung, auf die wir aufbauen, gibt es eine ganze Reihe von Technologien, die wir noch bringen möchten. Das geht bis zu 5 Millionen Euro. Im ersten Schritt streben wir über 1,2 Millionen Euro an. Wie schaut es denn mit der Wachstumsperspektive aus, die Sie Ihren Investoren versprechen? Ja, also es gibt konkrete Businesspläne vom Wachstumsmarkt her. Das ist ein großes Thema jetzt auch gewesen mit der Private Equity Einheit. Welchen Markt strebt ihr eigentlich an? Unser Problem ist eigentlich ein Luxusproblem. Es gibt fast nichts im Bereich Gesundheit, wo unsere Technologie nicht geeignet ist. Ob es Reha ist, ob es begleitende Therapie ist, ob es medizinische Forschung ist, die Parameter sind überall interessant. Es gibt derzeit jährlich mehr als 1000 Studien mit den Parametern, die wir messen, und wir haben das genaueste Gerät weltweit, 1000 Studien. Also wir wollen derzeit auf den Kernmarkt betriebliche Gesundheit fokussieren, weil es dort einfach Bedarf gibt, vor allem im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und darüber hinaus sind wir auf der Suche nach Medizintechnikvertrieben, die wir als Vertriebspartner nutzen können. Aber das System ist im Einsatz von Psychiatern, Psychosomatik, Sportmedizin. Hoteliers haben das im Einsatz, wie man gehört hat, eine Klinik am Wörthersee. Also gibt es fast keinen Bereich, wo wir nicht derzeit aktiv sind. Derzeit aber, muss man sagen, immer wieder Nischen, weil wir sind ein kleines Unternehmen und seit 1,5 Jahren aktiv. Und Ihr Know-how steckt in der Sensortechnologie? Oder? Wir haben die genaueste Sensortechnologie und wir haben, glauben wir oder sind überzeugt, die größte Datenbank an Gesundheitsdaten. Das heißt, das sind 24-Stunden-Daten, circa die Jahre gemessen, und von diesen vegetativen Nervensystemparametern, und die kann man dann abgleichen. Das heißt, ich kann jedem altersspezifisch, geschlechtsspezifische Einordnung geben, wie verhältst du dich im Vergleich zu deiner Altersgruppe, und das ist sehr wertvoll, einfach um Einordnung zu geben, weil ein Faktor X, ist das jetzt gut oder schlecht? Also es ist Hardware, es ist Know-how in der Software und es ist die Datenbank. Und der Schritt, den wir jetzt zunehmend gehen,
ist, dass wir aktive Therapien noch anbieten. Das Nervensystem funktioniert sehr rhythmisch. Wir messen diese Rhythmen und die Rhythmen kann man auch aktiv verändern. Das heißt, durch Sinnesstimulation, das können wir wieder messen, dass das funktioniert. Aber es ist ein therapeutisches Gerät und kein medizinisches Gerät. Es ist im Kern Medizintechnik, es kann aber im Wellness- und Hotelbereich genauso eingesetzt werden. Also mit dem Unterschied, dass es halt sehr wissenschaftlich valide ist. Das System selbst misst aber nur? Das System misst jetzt, wir haben aber auch erste Technologien. Es gibt eine Lichtkabine, die wir anbieten, therapeutisch, die diese Rhythmen sozusagen therapeutisch auch anwendet. Das ist auch wissenschaftlich validiert worden, wie das wirkt. Ist für chronische Schmerzpatienten interessant, für Depressionen. Ja, also im Kern ist der Verlust von Gesundheit immer Verlust von Rhythmus. Und diesen Rhythmus anzuregen, schafft wieder Gesundheit. So einfach ist es. Ist das Ganze dann ein Medizinprodukt oder ein medizintechnisches? Ein Medizinprodukt. Ja. Und zukünftig die weiteren Produkte, die geplant sind, also unser Ziel ist auch, die Consumer-Geräte sollen immer Medizinprodukt zertifiziert sein. Also es soll alles immer valide. Das heißt, es wird keine Smartphone-App geben, die in Verbindung steht mit dem. Bitte? Es wird keine Smartphone-App geben, die in Verbindung steht mit dem Gerät oder doch? Es ist möglich, das zu zertifizieren als Medizinprodukt. Haben wir noch nicht, aber wir sind in Vorbereitung. Also die App gibt es, aber die ist noch nicht zertifiziert. Was kann der Laie genau machen? Sie sehen zum Beispiel, wie ist Ihre Stresssituation im Moment, vegetativ, also aus dem Nervensystem, und Sie können dann aktiv gegensteuern. Durch das Einfachste ist gezielte Atemübungen, die wir anleiten, durch akustische Reize und das Nervensystem adaptiert. Also passt sich einen positiveren Rhythmus an. Aber zur App braucht zuerst auch den Sensor. Genau, deswegen ist auch das Ziel, einen Consumer-Sensor zu bringen, um das einfach kostengünstiger zu machen. Also wir planen, uns zu positionieren im Bereich gehobener Pulsuhren. Bis wann haben Sie das ungefähr? Also, wenn wir die Kampagne starten, wir rechnen mit einem Umsetzung von 12 Monaten. So schnell. Aber ihr habt bis jetzt eigentlich, wisst ihr nur, was alles möglich ist, ihr wisst es aber noch überhaupt, ihr habt euch noch nicht auf einen Ziel, fokussiert genau auf den Wir machen eins nach dem anderen. Die Produkte werden schon angeboten und verkauft. Wir sind derzeit noch ein kleines Unternehmen und ja, deswegen auch diese Wachstumsschritte, dass wir vertriebsmäßig uns größer positionieren. Ich glaube, es gibt schlimmere Ausgangslagen, als dass man sich überlegt, welchen Markt man zuerst anspricht. Also ihr macht schon Umsätze. Ja. Sie haben gemeint von Ihnen, Sie haben die größte Datenbank. Ja. Auch die gesammelten Daten der Astronauten und Kosmonauten. Ja. Wie kommt man dazu? Die russischen Behörden haben die Daten übergeben, eben auch zur Analyse. Wobei diese Daten, muss ich dazu sagen, von den Russen laufen nicht in unsere Vergleichsdaten ein. Also die Daten, die wir haben, die sind immer aus Wissenschaftsprojekten aus Österreich. Und dort haben die jeweiligen Testpersonen noch immer unterschrieben, dass wir diese Daten verwenden dürfen. Also wir trennen strikt, und das soll auch so bleiben, zwischen Vergleichsdaten. Da wissen die Menschen, dass die anonymisiert zum Vergleichszweck verwendet werden, das sind gesunde Personen, und zwischen Testpersonen. Wenn sie jetzt in einer Einrichtung sich messen, werden die Daten nicht für die Vergleichsdaten verwendet. Und wie viele Datensätze sind das? An die 10.000 derzeit. Also das sind hier in der Vergleichsdatenbank. An die 10.000 Personen? Ja. 10.000 Daten von gesunden Personen. Es kann sein, teilweise sind Menschen an Jahren hintereinander gemessen worden. Also die Voraussetzung ist immer, dass sie gesund sind, keine Medikation haben, dann kommen sie in die Datenbank. An also Zusteller. 10.000 Messungen. Ja. Ich habe eine Frage bezüglich dem Green Rocket, quasi Kickstarter oder Crowdfunding. Ja. Wenn ich jetzt dort sozusagen Geld Ihrer Firma zur Verfügung stelle, was bekomme ich sozusagen im Gegenwert und wie viel müsste ich Geld bekommen? Also dieser Gegenwert wird jetzt gerade festgestellt. Grundsätzlich, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber ich glaube, ist es so, dass an und für sich Unternehmenswertfeststellung passiert.
auf Basis dessen wird dann definiert, welcher Gegenwert sozusagen des Unternehmens wird, wird an Investmentkapital zur Verfügung gestellt. Es wird der Zeitraum definiert, das ist ein Darlehen, ein Eigenkapital-ähnliches Darlehen. Und am Ende der Laufzeit wird das Darlehen zurückgezahlt und es gibt dann Aufschlag für die Unternehmenswertentwicklung. Und es gibt dazwischen einen Zinssatz, der sich, glaube ich, bei 1-2%, wenn ich jetzt das korrekt wiedergebe, beliebt. Es gibt also einen Fixzinssatz und einen Anspruch auf den jährlichen Gewinn, das Choices eben erwirtschaftet. Und das zusammen mit der Unternehmenswertentwicklung gibt dann die Rendite. Mhm. Also wenn ich eine Rendite und nicht so wie beim Kickstarter, das ist dann sozusagen ein Ziel. Genau, also das wäre eine andere Art von Crowdfunding hier. Machen wir Crowd Investing, das heißt, diese Beteiligung spielt wirklich eine aktive Beteiligung am Unternehmen nach. Wir stellen durch unseren Darlehensvertrag eine aktive Beteiligung nach. Und wenn das Unternehmen sich gut entwickelt, hat man dann wirklich eine hohe Renditechance auch. Und wir schauen jetzt auf unsere Frage. Inwiefern schätzen Sie, dass bei der aktuellen Wirtschaftsentwicklung durch solche Unternehmungen mehr Arbeitsplätze entstehen könnten? Naja, das zeigt sich, dass aus einer Entwicklung- und Forschungsmaßnahme jetzt aus einem Unternehmen, was hat sie jetzt, 5 Mitarbeiter? Sie hat 5 Mitarbeiter, soweit ich die Perspektiven gesehen habe, ist schon ein dynamisches Wachstum und auch ein Mitarbeiteraufbau geplant. Also das hat positive Auswirkungen für einen Wirtschaftsstandort, ist aber eine Win-Win-Situation letztendlich für uns alle, die möglicherweise irgendwann einmal ein solches Advice nutzen. Ja. Und das, was mich besonders dabei fasziniert ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist natürlich die Auswertung im ersten Schritt wahrscheinlich schon medizinerabhängig. Weil du ja eine gewisse Expertise brauchst, aber mittelfristig bist du dann auch imstande, dich selbst zu therapieren, oder? Durch diese Datenbankabgleiche gibt es inzwischen schon einen sehr automatisierten Report und wenn man will, kann man der Experte das natürlich noch unterstützen. Also das Ziel ist mehr und mehr im Englischen Self-Empowerment, das Individuum selber auch zu unterstützen, gesund zu bleiben, sich besser zu verstehen, wie funktioniere ich, wie kann ich meinen Schlaf verbessern, einfach wie kann ich meine Leistung als Sportler verbessern, aber auch wie kann ich meine Erholung als Sportler oder als Manager verbessern, weil meistens, das sehen wir in unseren Daten, an der Leistung scheitert es oft nicht, aber meistens dann an der dazugehörigen Erholung. Das heißt, es ist wie beim Sparkonto, man kann es so bildlich ein bisschen vorstellen, man kriegt am Lebensbeginn ein gewisses Sparkonto mit, dann bucht man auf, man bucht ab und das sehen wir im Nervensystem, unsere Gesellschaft tendiert dazu, mehr abzubuchen, als dann entsprechend als Erholung dann wieder aufzubuchen. Und das kann man bildhaft schön darstellen und auch das kann jeder privat für sich leicht verstehen und nachvollziehen und dann wieder Parameter ändern. Ihr eigentlicher Unternehmensschatz, sind das die Daten oder ist das die Technik? Das Gesamtsystem. Das Gesamtsystem aus unserer Sicht. Also da steckt viel Know-how von Professor Moser und anderen dahinter, medizinisches Verständnis. Das gilt es auch zu transportieren. Und sollen diese Daten dann weiter ertragsmäßig genutzt werden? Aber ja, aber primär für die Individuen. Also wir planen nicht, diese Daten sozusagen kommerziell ähnlich großer Unternehmungen, Google sozusagen, zu verwerten. Hat einen ethischen Hintergrund. Ja, also das ist genau die Grenze, anonymisiert, ja, aber wenn ich dann plötzlich anfange, ihnen individuell Angebote zu schicken, weil ich weiß, dass sie ein Problem haben, dann das ist die Grenze, die möchten wir nicht überschreiten. Also wenn Sie egal wo im Internet was suchen, kriegen Sie am nächsten Tag Angebote. Ja, und das wollen wir nicht überschreiten. Also es hat soll ethisch bleiben. In der Unterlage steht, Sie planen für 2016 800.000 Euro einen Umsatz. Wie hat sich der Umsatz 2015 entwickelt? Also wir haben 2015 rund 350.000 Umsatz gemacht. 300. Ja. Seit wann gibt es das Unternehmen? Also 1,5 Jahre. Wo werden die Systeme, die Sie bisher vertreiben, gebaut? Also die Produktion findet nicht in der Firma statt.
Nein, wir produzieren derzeit in Kärnten, bei einem Kärntner Partner. Also wir sind noch im international gesehenen Small- und Medium-Size-Bereich. Also bitte was erzählen, was denn hinter dieser Berliner Partnerschaft steckt. Also Berliner Private Equity Fonds, wo man auch erwähnen muss, dass den Kontakt der SFG und die Human Technology Styria eingeleitet hat. Wie heißt das? Human Technology Cluster hat das eingeleitet und die SFG. Dieses Unternehmen, mein Herz. Den darf ich aus vertragsrechtlichen Gründen nicht nennen, aber es ist der Berliner Private Equity Fonds. Weiß zwei. Also es hat da Hearings gegeben mit verschiedenen Unternehmen und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei den anderen gegangen ist, also wir sind seitdem im Gespräch, das war voriges Jahr im Oktober hat das begonnen. Also es gibt nächste Woche in Dublin eine Konferenz für Venture Capital Unternehmen, wo wir auch vor Ort sind, für MedTech Unternehmen. Es sind Kontakte vom Cluster eröffnet worden in Richtung Iran, wo wir Mitte Mai in Teheran sein werden. Also unser Problem ist derzeit ein bisschen ein Ressourcenproblem, weil es zu viele Baustellen oder Möglichkeiten momentan gibt, aber wir versuchen die Türen zu öffnen. Das ist ein Luxusproblem. Ne? Ja. Das heißt, wenn die Entwicklung jetzt so wie geplant voranschreitet, mit den Arbeitsplätzen oder Zugängen in Ihrem Team rechnen, wird es Ende 2017? Da gibt es verschiedene Szenarien, je nachdem, wenn all die Dinge funktionieren. Also, wir wollen uns jedenfalls verdoppeln innerhalb der nächsten, also bis Ende des Jahres. Und ja, dann entsprechend weiter wachsen in der Struktur. Verdoppeln jetzt personell. Von 5 auf 10? Ja, genau. Von 5 auf 10, also. Und Vertrieb wollen Sie selber machen, oder? Bitte? Vertrieb wollen Sie selbst machen, oder liefern Sie sich aus? Soweit ich den Medizintechnikmarkt verstanden habe, ist es klug, sich mit Medizintechnikvertrieben zu arrangieren. Und wir haben direkt Kontakte, vertreiben auch direkt, das sind wir vertraglich gesichert, aber suchen uns Partnerschaften. Weil je nach Bereich klinische Vertriebe haben einfach Zugänge, andere als Vertriebe für niedergelassene Ärzte, und das selber aufzubauen, würde relativ viel Kapital binden. Gut, dann danke ich einmal recht herzlich. Wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, es gibt dann alles auch online zum Download und die Herrschaften stehen Ihnen natürlich jetzt auch noch für kurze Zeit direkt für Fragen zur Verfügung. Danke fürs Kommen. Danke.